Dezember ist ja immer die Zeit von der Jahresrückblick. Und ja, wir haben uns auch mal solche Gedanken gemacht, was haben wir eigentlich das Jahr alles gemacht. Aber im Januar haben wir nichts gefunden. Genau. Haben wir auf das Januarloch. Ja, dort haben wir das Januarloch gefüllt. Nach dem Thomas, im Thomas hat der Februar, nein, im Februar hat der Thomas angefangen. Zu 50% da. Genau. Vorher war ich so ein bisschen sporadisch da gewesen. Genau. Er hat den Newsletter übernommen und ja. Im März haben wir den Laden. Also wir haben zusätzliche Büroräume gemietet, richtig hindern. Wir haben den Laden umgebaut. Haben etwa wie viel? 30% mehr Ladenfläche. 30%, ja. Das ist das, was wir da hinten gesehen. Das hat vorher anders ausgesehen. Genau. Und nachher ist ja dann schon im April das Wunder von der Glaskugel losgegangen. Ja, das ist immer spannend. Ich habe irgendwann mal einen Kunden etwas geschrieben, ein Bild geschickt von einem Fidget Spinner mit einer Glaskugel fotografiert. Und dann haben wir gedacht, ja, kaufen wir einmal so einen, schauen wir, was passiert. Blogartikel, also Fotos gemacht, Blogartikel geschrieben. Und dann ist das einer der besten Artikel geworden in den letzten paar Monaten. Das ist so. Interessant. Ja. Braucht manchmal gar nicht so viel. Genau. Nachher im Mai ist ja dann die riesige Gymbike-Lieferung gekommen, wo es ein entsprechendes Video dazu gibt. Wo man eigentlich mal sieht, wie viel das da kommt. Das ist eigentlich schon. Ja. Und dort haben wir das erste Mal versucht, das zu dokumentieren. Genau. Die Lieferungen kommen etwa zweimal im Jahr, dreimal. Zwei bis dreimal. Kommt ein bisschen darauf an. Ist halt immer so ein bisschen abhängig, wie die Festtage in China fallen. Und von dem her zwei, drei Mal sicher. Ja. Im Juni, da steht gerade eins, haben wir Bücher ins Sortiment aufgenommen. Damit wir den Leuten können sagen können, wenn sie einen Haufen Fragen stellen, liest doch ein Buch, da steht alles drin. Genau. Und es hat sich aber auch bewährt. Also es ist, ja, ja. Es ist etwas, was offensichtlich gebraucht hat. Absolut. Und vor allem, es ist noch spannend, wenn man sonst auch so in den Buchhäusern schauen. Dort hat es. Es hat zwar immer zwei, drei so Bücher, aber nie irgendwie so die, die eigentlich wirklich, ich sage jetzt mal, Sinn machen in dem Bereich, wo wir uns bewegen. Und darum haben wir gefunden, okay, komm, nehmen wir die ins Sortiment. Und nachher im Juli ist es dann weitergegangen in den nicht geprinteten Kanälen. Und zwar ein bisschen mehr auf YouTube und halt die Do-it-yourself-Videos. Wo wir sicher auch in Zukunft noch werden mehr machen wieder. Versuchen, ja. Es war irgendwie noch relativ aufwendig gewesen, zum Teil so ein Bild nachzustellen oder ein paar Ideen zu bringen. Aber ich denke, das ist schon etwas, was wir wieder machen werden. Also vor allem, wenn es wieder von außen ein bisschen besser ist oder heller oder wärmer, dann kann man wieder von außen etwas machen. Aber auch den Kunden auch Ideen zu geben, was mit unseren Produkten anfangen können. Ja. Im August haben wir versandkostenfrei angefangen zu liefern. Genau. Ab 50 Franken. Genau. Ab 50 Franken. Hat es mehr Bestellungen gegeben? Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Nein, das ist noch schwierig zu beurteilen. Es ist halt immer ein bisschen eine Geschichte. Ja, es ist schwierig zu wissen, woher das denn die Bestellungen wirklich aufgrund von was kommen. Oder wieso bestellen jetzt die genau. Das ist noch schwierig. Aber ich glaube, der Trend geht schon ganz klar zu dieser versandkostenfreien Lieferung. Das ist halt jetzt einfach so. Ob das dann wirklich so versandkostenfrei ist, ist ein anderes Thema. Das ist, ja. Da sind wir ja auch schon versandkostenfrei in September reingerutscht. Und im September war die letzte Fotokina gewesen. Die letzte? Ja, im September. Weil neu ist sie dann im Frühling. Das stimmt. Eigentlich hätte sie ja Frühling 19 sein. Jetzt haben sie aber gemerkt, dass sie zu wenig Aussteller haben. Jetzt ist sie im Frühling 20. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir dort wieder ran dürfen. Ist sehr spannend gewesen, Fotokina. Es hat halt immer weniger Aussteller. Das ist so das, was mir extrem aufgefallen ist. Produkte, die ausgestellt werden, sind immer ähnlicher. Ja, ich bin gespannt auf die nächste, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben von Godox und von Gymbike ein paar neue Sachen gesehen, die sehr spannend sind. Und haben, ja, sind dann natürlich gespannt, wenn die auch
werden verfügbar sein für uns, zum Bestellen und auch zum Sortiment aufnehmen. Dann im Oktober oder dann erst im September haben wir zwei neue Mitarbeiter zu 50% bekommen im Versand. Wo genau. Head of Logistics. Genau, wo eigentlich jemand ersetzt hat, der gegangen ist, der 100% war. Und ich glaube, das ist eine bisschen bessere Lösung, weil wenn es dann mal irgendwie viel zu tun gibt, können dann beide einfach ein bisschen länger arbeiten. Genau. Und dann haben wir doppelt so viel ja. Manpower oder Womanpower. Und wenn es dann auch mal jemand ausfällt, dann kann der andere einfach ein bisschen länger arbeiten, wenn es möglich ist. Ich denke, das ist gar keine schlechte Lösung. Ja, ist sicher so die bessere Lösung, sage ich jetzt mal, die flexiblere in dem Sinn. Ja, im November hat der Thomas mit seinem Fotosofa gestartet und er ist da fleissig am Drehen, also da gibt es schon ganz viele Folgen. Also heute ist die Folge, oder wenn das ausgestrahlt wird, gestern ist die Folge 7 rausgekommen und ich habe glaube schon etwa 18 oder 19 abgedreht. Also ist der ziemlich fleissig. Also alle Woche bis Ende Februar kommt sicher etwas raus. Okay, hast du jetzt Ferien? Also ich habe jetzt Zeit, um ein bisschen... Ja, zurückzublicken und genau. Ja. Und dann im Dezember haben wir noch Cozy Speed. Jetzt stand da hinten Tasche ins Sortiment aufgenommen als Hauptvertreter der Schweiz. Genau. So. Also wenn ihr irgendeinen Laden habt und irgendwelches Kamerazubehör verkauft und so Taschen wollt verkaufen, meldet euch. Scherz beiseite. Nein, wir haben Cozy Speed übernommen für die Schweiz und ist eine sehr eine gute Tasche und ich denke, das ist auch wirklich der Thomas, der dort dahinter steht, ein Namensvetter. Der macht das mit unheimlichem Enthusiasmus und das finde ich immer wirklich bewundernswert, wie man so für so Sachen dann einsteht und auch die Sachen weiterentwickelt und darum finde ich das auch coole Marken und das passt irgendwie zu uns und von dem her. Kurzen Ausblick aufs nächste Jahr. Was machen wir nächstes Jahr? Nächstes Jahr werden wir sicher ein bisschen anders farblich als anders starten. Nein, jetzt ist blau. Ist gut. Wir haben jetzt auch ein bisschen blauen Himmel, wenn wir zum Fenster rausschauen. Nächstes Jahr, was wir nächstes Jahr machen, ja. Wir übernehmen die Weltherrschaft. Gut, okay. Vom Fotiversum. Genau, hätten wir das mal geklärt. Werden wieder zügeln. wir haben die Möglichkeit, einen weiteren Stock zu übernehmen im Gebäude und werden uns da ein besser organisieren. Oder noch besser organisieren. Wir haben jetzt auch im November auch noch mal jemanden angestellt, für unsere Beziehungen zu und nach China zuständig ist. Und Wir sind sicher neue Produkte am Suchen und ja, also wie in der Vergangenheit, wir bleiben nicht stehen, wir bewegen uns und schauen, wo gibt es noch etwas, wo gebraucht wird, was für Produkte gibt es, die neu auf den Markt kommen oder wo bis anhin an uns vorbeigelaufen sind, also ja, wenn ihr da irgendwelche Inputs habt. Genau, wir sind auch offen für Neues. Ihr könnt uns auch ein Mail schicken, wenn ihr eine gute Idee habt. Also, oder irgendetwas wissen oder irgendetwas gesehen habt, was ihr jetzt nicht findet in der Schweiz. Dann könnt ihr unter Umständen euch dabei helfen. Mhm. Also ganz konkret werden wir zum Beispiel das SMDV-Sortiment sicher ausbauen. Weil da gibt es noch ganz andere Produkte, die haben. Und ja. Halt schauen spezifisch, was braucht es noch, was braucht der Schweizer Markt noch, was brauchen die Fotografen in der Schweiz noch, weil um die geht es ja schlussendlich. Und auch um die Fotografinnen, natürlich. Ja, das versuchen wir schon länger, mehr Fotografinnen zu unseren Kunden zu gewinnen, aber da sind wir immer noch am herausfinden. Konzept kommt dran. Genau. So, in dem Sinn, das wär's. Von unserem kleinen Jahresrückblick. Schöne und, Weihnachten. Ja, schöne Festtage, guten Rutsch. Wir sind zwischen Weihnachten und Neujahr zum Teil auch da. Also schaut auf die Seite, wenn wir offen haben. Ja. Und kommt vorbei, wenn der Laden offen ist. Genau. In dem Sinn, bis nächstes Jahr. Tschüss zusammen.